Moin moin Leute und willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir spielen wieder auf Eladan weiter, dort wo wir aufgehört haben. Wir werden in das Gewölbe gehen in dieser Folge, also seid live dabei nach dem Intro. Bis gleich. Shalom und Nanu, Nanu, meine Damen, meine Herren. Wir werden uns in dieser Folge damit beschäftigen, die Wüste zu zähmen. Wir werden den Gewölbeeingang erstmal ein bisschen auschecken und ey, die KI sabbelt mir wieder geil dazwischen. Ist es nicht toll? Mein Nomad hat eine neue Lackierung gekriegt in der letzten Folge und ich finde es superb. Sieht auch irgendwie mega krass aus mit diesem Sand. Und ja, wie gesagt, in dieser Folge geht es erstmal ab ins Gewölbe. Das Ding hier wird definitiv ein bisschen... Wow. Was geht hier denn ab? Okay. Ja, wer wird denn gleich? Meine Fresse, das sah ja mal krass aus. Aber gut. Wir fahren in unsere Tiefgarage rein. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Vielleicht fahren wir auch nicht rein. Gut. Wir sind wieder mit Cora und Drag unterwegs. Und ich glaube, dieses Gewölbe hier könnte ein wenig heftiger werden als die letzten Gewölbe, weil es ja mehr oder weniger das letzte ist. Was wir hier untersuchen können. Ich bin gespannt, was hier ab am Gehen sein wird. Eladan hier, der letzte Planet, auf dem wir einen Außenposten errichten können, auf dem wir uns quasi niederlassen können, den wir besiedeln können. Und ja, ich glaube und ich hoffe, dass es hier einige Action geben wird. Wenn ich mich recht entsinne, okay. Ein Reliktgewölbe. Bringen wir den Laden zum Laufen. War das erste Reliktgewölbe, was ich hier aktiviert habe, irgendwie auch das geilste, so vom Aussehen zumindest. Aber ich lasse mich gerne nochmal überraschen. Okay, wir haben den Strom eingeschaltet. Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder. Das Reinigungsfeld. Sehr gut. Okay, dann gehen wir mal los. Hip. Hip. Können wir wieder einige scannen. Die Konsole finden. Hier muss ein Trick dabei sein. Versuchen wir es. Wird wohl diese sein, oder? Sehr gut. Wir können. Okay, jetzt nehme ich mal diese hier. Dann nehme ich mal diese hier. Und dann die hier in der Mitte. Wenn sie mal an die Seite gehen würde, dankeschön. Oh, und dann bleibt noch eine hier. War es das nicht? Okay, scheint ein Rätsel zu sein, oder was soll hier... Was soll das hier sein? 1, 2 sind am Start. Okay. Probieren wir mal die Mitte aus. So. Oh, und jetzt haben wir hier noch eine, die nicht leuchtet. Ich denke mal, das wird es sein. Nein, war es nicht. Okay, die wechseln sich immer ab, oder was? Wo ist der Trick? Es sind alle fünf, oder? Ne, hier vorne noch eine. Okay. Anscheinend möchte mich hier jemand verarschen. Gibt es einen bestimmten Trick dabei? Nein, ne? Okay, ich mach mal erst noch diese hier. Nee, irgendwie ist es das nicht. Es leuchten aber. Es ist nur noch die letzte, die fehlt. Okay, das scheint hier nichts damit zu tun zu haben. Wow, geht auf jeden Fall noch tief nach unten. Okay, dann müssen wir dieses Rätsel... wohl irgendwie lösen.
Oh, na toll. Nur noch die Mitte fehlt, oder was? Das dürfte es ja jetzt denn eigentlich sein, oder nicht? Natürlich nicht. Ich gehe nochmal zurück. Gucke, ob ich das irgendwie zurücksetzen kann. Dann schaue ich mal nach, ob ich irgendwie... Natürlich nicht. Eine bestimmte Reihenfolge erkennen könnte. Ich möchte das eigentlich nicht dem Zufall überlassen hier, sondern würde da doch schon ganz gerne mal... irgendwie... mit ein bisschen Verstand dran gehen, aber irgendwie ist es das nicht. Ja, ja, das ist die. Na toll, das kann ja mal wieder 10 Jahre dauern hier. Ich glaube, ich gehe nochmal zu jeder hin, die leuchtet und mache nochmal alle aus. Diese hier kann ich gar nicht mehr ausmachen. Okay. 1, 2, 3, 4. Dann aktiviere ich die vierte. Geht die rechte aus. Ich mache die auch nochmal aus und kann die rechte dann nicht mehr ausmachen. Doch. Randomly shit doing. Jetzt ist es nur noch die Nummer 2. Komm schon, ey. Nee, natürlich nicht. Da muss doch eine bestimmte Reihenfolge mit Sicherheit wieder am Start sein. Bin mir fast schon sicher, dass ich das Ding hier in der Mitte als letztes aktivieren muss. Wo ist der Haken an der Sache, Mann? Meine Güte, ey. 10.000 Jahre später. Okay, wir haben es gelöst. Was ist das denn? Was zur Hölle ist das? Ist das eine riesige Pflanze oder was? Das kann natürlich sein, ne? Okay, krass. Das ist wohl der einzige lebende Organismus hier noch auf dem Wüstenplanet. Der natürlich erhalten werden sollte. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das Teil hier noch irgendwie retten können oder was ist los. Ist hier noch irgendjemand? Hand. Sieht diese nicht so Konsole aus, ne? Aktiviert das Gewölbe, Pathfinder. Welche Konsole? Sie müssen zunächst den Reaktor starten und das Reinigungsfeld initialisieren. Okay. Welchen Reaktor denn? Dort vorne wahrscheinlich. Oh, freaking gespannt, ey. Was ist... Was geht hier wieder ab? Okay, das war einfacher, als ich gedacht habe. Ich liebe diese Granatengeschosskonsole. Sie sind nicht zufrieden mit uns. Pathfinder, das könnte Auswirkungen auf Ihre Flucht aus dem Reinigungsfeld haben. What's going on here? Okay. Wenn ich diese Teile hier aktiviere, dann ist es wahrscheinlich so, dass ich da eher weniger drin rumlaufen kann. Deswegen mache ich die mal wieder aus, glaube ich. Könnte eventuell besser sein, oder? Ja, genau. Erstmal Munition aufladen. Dann gehen wir mal hier weiter. Wow. Macht schon Spaß, oder?
Ja, schon. Sieht eigentlich ganz geil aus. Ich gehe hier unten noch so ab. Wow, schon wieder so ein krasser Baum. Oh. Ich wollte noch jemand was. Kannst du mich mal bitte bitten? Danke. Ritten in die Messe. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Ich glaube ich auch nicht. Alter. Okay. Da ist noch eine Tür. Da ist noch eine Konsole, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Da ist auch noch eine Konsole. Wow. Okay. Da ist dieses freaking riesige Ding. Und da vorne ist auf jeden Fall nochmal ein Platz zum Kämpfen. Was? Hier laufen mehrere Interface-Verbindungen zusammen. Ich markiere die, die Sie brauchen. Okay. Also muss ich da oben drauf und die jeweils markieren, oder was? Aktivieren. Hier unten scheint noch ein Kollege zu sein. Nicht? Okay, ich spring da mal einfach hin. Tja. Ich glaube, ich gehe mal lieber... Oh. Kurz mal scannen. Was geht hier noch so ab? Hier komme ich einfach wieder hoch, oder was? Okay. Dann werde ich die hier mal aktivieren. Ich hoffe, dass es was bringt. Jawohl. Kriegen wir jeweils noch eine kleine Treppe an den Start. Und können die Konsolen dort oben auf jeden Fall auch noch mit aktivieren. Wird wahrscheinlich wieder Gegner heraufbeschwören. Boah, ich habe eben so einen ekligen Energy Drink getrunken. Ist meine ganze Fresse verseucht von diesem Geschmack, ey. Oh. Nee. Wow. Immer mal ein bisschen feucht bleiben, ey. Apropos feucht, das Wetter hat sich tatsächlich etwas verbessert. Es ist wieder kühler geworden. Und jetzt wieder die beiden da vorne, oder was? Wollen wir mal versuchen, ne? Dann sollte sich hier auf jeden Fall ein Punkt in der Mitte befinden. Mach mal gerade. Eins. Zwei. Jawohl. Alles klar. Und wieder eine Konsole. Mal gucken. Achso, die wird wahrscheinlich jetzt die Tür aktivieren. Ja, sehr schön. Und hier geht's wieder ab, habe ich gehört. Uff. Ja, es geht wieder ab. Stärke sämtliche Schilde. Hatz. Wo sind Relikte? Okay. Oh. Cora mal gerade leicht in den Hinterkopf geschossen. So. Los, komm schon. Und was? Stufenaufstieg 43. Nice. Wieder 6 Fähigkeitenpunkte. Ich sammle hier mal gerade noch ein bisschen ein. Hm. Was wird hier passieren? Kommt hier wieder so eine Blase? Nee. Was war das? Irgendwelche. Der Schutz ist irgendwie gone, oder? So. Was passiert nun? Das bringt uns einen Schritt weiter. Ah, da vorne ist jetzt die Tür aufgegangen, oder was? Okay. Oh, shit. Damn. So.
Und das müsste ich jetzt doch eigentlich nochmal auf der anderen Seite auch noch machen, oder nicht? Oder wie sieht das aus hier? Hier geht es auf jeden Fall noch runter. Und da geht es hoch. Was habe ich denn jetzt eben gemacht? Da vorne die Tür aufgemacht. Da komme ich auf jeden Fall schon dahin. Aber ich möchte nochmal gerade hier auf die andere Seite gehen. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas. Rüstungsteile technisch eventuell. Relikte. Wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen. Ja, ich würde sagen, wir natzen die komplett weg, oder nicht? Wo sind denn die meisten? Hier vorne, oder was? Siehst du da irgendwas? Ich sehe da gar nichts. Okay, ich mach mal die Konsole an und dann... Ich sehe hier vorne trotzdem noch kein Relikt. Außer da vorne. Ich bin noch nicht in seinem Einzugsgebiet hier. Jetzt hat er das endlich gepeilt, dass auf ihn geschossen wird. Oh, da kommt der nächste. Steckt sich da ein? Ja, Tatsache. Was? Von wo kam der denn jetzt? Was? Von wo kam er? Oh, dieser eklige Energy Drink, ey. Ist das von... Stärke sämtliche Schilde! Okay. Wir gehen mal einfach drauf zu. Moment, das könnte sich eventuell schwierig gestalten. Es geht nur hier rüber. Wenn ich das wohl nie geschissen kriege hier. So, und so. Kann ich hier nicht hoch? Oh, shit! So, dann hole ich ja nochmal meinen Rindroboter. Jetzt wird die ganze Sache mal ein bisschen fairer hier. Aber noch gescannt. Oh, das ist meiner. Down. So, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen aufräumen. So, geht als nächstes weiter. Da vorne steht noch direkt einer. Ach, das hat mich eben die ganze Zeit angeschossen, verdammt nochmal. Was? Jawohl. Da hat mein Roboterchen erstmal ordentlich Gas gegeben hier. Jawohl. So, einer ist noch. Da vorne. Und dieser Roboter ist so fucking hilfreich, ey. Auf jeden Fall das beste Ding, was man sich hier einfahren kann, meiner Meinung nach. Ich lade nochmal nach. So, und nun? Neumoon. Und nun? Gehen wir weiter hoch, okay. Wow. Was geht hier noch so ab? Ist das da unten ein Behälter? Nee. Irgendwie funny, oder? Irgendwie funny. Achtung! Große Jungs voraus! Wo? Oh shit, okay. Wow! Das ist immer ein richtig heftiger Typ da vorne. Der da. Du Scheiße. Okay, wir natzen, glaube ich, erstmal die Kleinen weg. Wie die hier zum Beispiel. Okay, 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 okay. Bobby, gib ihm.
So. Von hier aus kann ich ja eigentlich ganz gut schießen. Erstmal die Schütze hier an der Seite wegnatzen. Baut er da gerade auf. Okay, deswegen muss ich einen richtigen Schutz. Okay, er kommt aber auf jeden Fall da. Dadurch, dass der Roboter ihm auf jeden Fall die ganze Zeit immer gut einen auf den Sack gibt. Das war der letzte. Finde ich definitiv die. Die Chance, ihn gut abzuknallen. Und was geht jetzt hier ab? Okay. Da vorne wird wahrscheinlich noch eine Konsole sein. Und noch eine Tür. Was ich hier wohl abschalten kann. Okay, alles klar. Das Ding habe ich gescannt. Und hier geht die Tür auf, oder was? Ist das, was ist das? Was zur Hölle? Hier muss ein Trick dabei sein. Versuchen wir es. Okay. So, ich schaue mir das Ganze erstmal an. So, hier sind. Ist das noch eine große Tür? Kann sein, ne? Oder? Was ist das? Da ist auf jeden Fall noch eine Tür, durch die sind wir gekommen. Und hier sind jeweils Reliktkonsolen drum verteilt. Ich mache einfach mal eine an. Objekte, für die ein Interface existiert, haben Markierungen, Pathfinder. Sie könnten hilfreich sein. Okay. Oh. Okay. Naja, ich gehe einfach mal so vor, dass ich einfach mal ausprobiere. Ob das im Endeffekt was bringt, keine Ahnung. Objekte, für die ein Interface existiert, haben Markierungen, Pathfinder. Sie könnten hilfreich sein. Haben Markierungen. Ja, je näher ich mich irgendeinem Teil hier nähere. Ach so, Reliktentschlüsselung. Ach so. Die Damen, die Herren. Kann nicht mit Dechiffrierungsschlüssel überschrieben werden. Okay, dann geben wir uns mal gerade die Blöße und lösen das ganze Ding hier. Ne? Das ist natürlich slightly schwer. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Mal sehen. Ich habe in letzter Zeit immer diese Schlüssel genommen. Aber gut. So, das müsste auf jeden Fall hier hin, weil das da ist. Das fehlende Teil in dieser Reihe wird dann auf jeden Fall das sein. So, dann gehen wir mal so vor, nach unten. Ja, da gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten, ey. Das ist ganz unten. Das wäre das nächste. Dann wieder das Y. Das Ding ist hier unten. So, das Ding gibt es ja auch noch. Lol. Oh. Ja, cool. Da hätten wir direkt schon mal beschissen angefangen hier. Ja, so eventuell. Hier könnten wir dieses Y mal hinknallen. Und dann wäre hier dieser. So. Oder? Ja, ne? Ja, sieht so aus. So, und in der unteren Reihe. Vielleicht das.
Vielleicht er hier. Und dann so. Ja. Boah, ist das krass. Jetzt müsste ich nur noch so lösen. Jeweils dreimal. So. Das haben wir ja hier. Das könnte hier hinkommen. Den haben wir hier auch nicht. Und hier auch noch nicht. Da oben, den haben wir ganz oben, den haben wir ganz unten. Den haben wir in dieser Reihe auch noch nicht. Okay. Was haben wir hier? Den haben wir hier. Den haben wir da, den haben wir da. Y haben wir in der Reihe auch noch nicht und hier auch nicht. Y haben wir hier und hier, also müsste der da ja jetzt richtig sein. Den haben wir hier, den haben wir da, den haben wir hier noch nicht und hier noch nicht. Aber ich glaube, das erste Teil war schon direkt richtig, ne? Ja, den haben wir hier noch nicht. Und da oben auch nicht, okay. Den haben wir hier, den haben wir da. Den haben wir hier, das Y haben wir da, also müsste der hier hinkommen. Könnte passen. Wird wahrscheinlich wieder am letzten Teil jetzt liegen hier, dass ich es nicht hinkriege. So, den haben wir da, den haben wir hier, den haben wir da rechts, Y haben wir da, den haben wir da oben. Siehst du wohl. Oh, ich könnte kotzen. So, und? Jawohl, ey. Gute so Arbeit. Gefällt mir das. 3 hours later. Durch welche Tür bin ich denn jetzt gekommen? Muss ich jetzt einfach hier hin oder was? Schwupp. Die Wupp. Nee. Oi, oi, oi. Und nun? Das Ding habe ich ja jetzt gelöst. Secret Room. Soll ich jetzt hier einfach mal alle Reliktkonsolen anmachen oder was? Kein Plan. How should that work? Okay. Das Ding ist schon mal weggefahren jetzt hier. Objekte, für die ein Interface existiert, haben Markierungen, Pathfinder. Sie könnten hilfreich sein. Ja, ja, schon klar. Also wenn ich das Ding hier aktiviere, geht's weg. Ich weiß gar nicht, was er für Markierungen meint. Okay, ich nehme mal den hier. War auch richtig. Okay, das war's nicht. So. Dann ihn hier. Objekte, für die ein Interface existiert, okay, haben Markierungen, Pathfinder. Sie könnten hilfreich sein. Ich weiß nicht, welche Markierung du meinst. Sam. Oh, apropos Sam. Müssen wir auf jeden Fall auch nochmal auf den Nexus. Und jetzt er hier, oder was? Was ist jetzt? Ich gehe nochmal schauen, ob ich die Tür jetzt aufmachen kann. Oder wird wahrscheinlich von alleine aufgehen, oder? Nee, ist immer noch Road. Haben Markierungen, sagt er. Okay. Angefangen habe ich hier. Zang. Da macht es auf jeden Fall ein Geräusch. Oder komme ich, oder was ist hier los?
Nee, hier bin ich. Bin ich hierher gekommen? Ja, ne? Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Ja, hier bin ich hergekommen. Okay. Die erste Konsole ist eingefahren. Dann habe ich diese hier genommen. Dann habe ich diese hier genommen, oder? Dann habe ich die genommen und dann lief es nicht so gut. Also nehme ich jetzt mal diese hier. Okay. Bleibt immer noch drin alles hier, ne? Schön und so. Jawohl. Also müsste das ja jetzt hier die letzte sein. Sieht aus, als wäre es das gewesen. Nice. Das wurde auch Zeit. So, dann gucken wir mal, was sich hier hinter... Ist immer noch zu? Die können wir bestimmt auf dem Rückweg mitnehmen. Ich werde diese Karte Ihrem Interface hinzufügen, Pathfinder. Railtech? Wow, was war das denn? Verstehe ich gerade irgendwie nicht. Warum geht denn diese Tür nicht auf? Ach so. Lol, Alter. Komischer Energy Drink gewesen anscheinend. Und, Pathfinder. Ja. Diese Energiebarriere wird aufgehoben, wenn Sie das Reinigungsfeld aktivieren. Okay. Also muss ich hier durch, wenn ich das Ding aktiviert habe. Alles klar. Dann werden wir das mal so machen, oder? So, da vorne ist dieser Pflanzenbottich. Da gehen wir jetzt mal easy hin. Pflanzenbottich. Natürlich gehen wir hier wieder zurück. Das ist klar, ne? Wir wollen ja nicht wieder zum 10.000. Mal da runterfallen. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht doch nicht. Nee. So. Reliktkonsole. Wir nehmen mal hier hoch. Und dann gucken wir uns mal an. Da vorne. Alles klar. Ja, Freunde, 100 Meter Entfernung. Ich beende die Folge hier an dieser Stelle und in der nächsten Folge werden wir uns dann zusammen reinziehen, wie wir das Teil hier aktivieren. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bewertet gerne den Part und wir sehen uns dann morgen. Tschüssikowski.